So. Ja, hallo, ich bin der Simon, ich bin heute zum ersten Mal in der Seabase, insofern erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich habe leider kein Klickding, aber wir haben einen Pfeil an der Tastatur, das kriegen wir also hin. Und zwar, auch hier verschießt ein bisschen das Format, aber auch das sollten wir hinbekommen. Bin ich der Gründer und auch ja, der hauptverantwortliche Betreiber von Fake the News und ich bin auch verantwortlich für diesen hochtrabenden Titel Informationskompetenz und bewusste Selbstverantwortung. Was hat es damit auf sich? Das wird hoffentlich in 10, 15 Minuten deutlich klarer sein, warum der Titel, was die Idee dahinter ist, gerade in Kombination mit unserem Ansatz und unserer Idee. Bevor ich darauf eingehen möchte, vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ich bin 28, ich bin aus Augsburg, habe was ganz anderes vorher gemacht. Ich habe BWL studiert, ich habe einen Master in Sportmanagement gemacht, ich habe als Vertriebsleiter in einer Sportmarketing-Firma gearbeitet und es war furchtbar. Und habe dann nochmal einen zweiten Master in Politik gemacht und vor einem Jahr gesagt, wir machen jetzt dieses Projekt, ich kündige einfach und schauen mal, was draus wird. Und jetzt schaut erstmal ihr, was draus geworden ist. Und ja, bevor ich ausführlicher auf unseren Sollte wieder gehen, geht wieder. Möchte ich ein paar grundlegende Annahmen mal mit aufführen, auf der Basis, wie wir überhaupt unser Konzept entwickelt haben und unsere Idee. Ja, Fake News ist ein Wort, ein Schlagwort, von dem viele inzwischen überdrüssig sind, ich eigentlich auch. Wenn man mal die Definition der Bundeszentrale für politische Bildung zu Rate ziehen möchte, dann sind es letztlich nichts anderes als gefälschte Nachrichten und gefälschte Nachrichten gibt es, seit es Nachrichten gibt. Den Begriff Fake News gibt es jetzt deutlich kürzer, aber letzten Endes beschreibt er einfach ein Phänomen, das schon seit Menschengedenken existiert und es wird immer Leute geben, die in irgendeiner Form Nachrichten fälschen möchten, zu welchen Zwecken auch immer. Spannend ist ja jetzt, wie erkenne ich Fake News? Gibt es überhaupt Möglichkeiten, wie ich sie erkenne? Gibt es Hilfsmittel? Gibt es externe Hilfsmittel? Gibt es nur interne Hilfsmittel für mich selber, Informationskompetenz, Medienkompetenz mir zu erarbeiten und wenn ja, wie kann das aussehen? Ich meine, es gibt Fake News in allerlei Gestalt, es gibt ganz klassische, es gibt das schöne Beispiel, vor der Bundestagswahl waren 7 von 10 Facebook-Posts, die erfolgreichsten zu Angela Merkel waren, kompletter Fake. Das sind die ganz klassischen, aber es gibt natürlich auch Fake News von Massenvernichtungswaffen im Irak bis hin zu ihre Einlagen sind sicher in der Finanzkrise 2008, wo jeder weiß, wenn man da reingeschaut hätte, das ist ein politisches Statement, das ist juristisch so nicht haltbar, das wurde ja dann auch später so aufgedröselt. Also Fake News sind wahnsinnig schwierig aufzudecken, aber trotzdem in dem Fahrwasser bewegen wir uns eben. Was ist überhaupt generell dann der Stellenwert noch mit der Auseinandersetzung mit Politik und Gesellschaft? Wo befinden wir uns da gerade? Und da stellt man auf der einen Seite fest, es gibt eine zunehmende Politikverdrossenheit und auf der anderen Seite eine extrem wachsende Polarisierung auch, gerade im Diskurs, auf welchen Inhalten und auf welcher Augenhöhe begegnet man sich überhaupt, ist der Diskurs noch faktenbasiert, was sind überhaupt Fakten, gibt es überhaupt noch Wahrheiten, ist Wahrheit schon viel zu hoch gestochener Begriff, ist es ein philosophisches Konzept, da scheiden sich ja schon die Geister und da fehlt dann häufig auch die Diskussionsebene und das ist eigentlich aus meiner Sicht, aus unserer Sicht ein riesengroßes Problem und darauf aufbauend noch als letztes Intro, wie ist denn überhaupt heute um den Medienkonsum bestellt? Also wenn wir mal jetzt vielleicht nicht den Durchschnittsgast heute hier nehmen, sondern die Durchschnittsdeutsche, wie konsumiert er denn? Er konsumiert oder sie konsumiert unglaublich schnell. Kurzlebig, die Aufmerksamkeitsspanne schwindet, man ist nur am Swipen, man ist nur am Scrollen. Wir haben Clickbaiting, die Headlines werden plakativer, kürzer, einfacher, reißerischer. Da gibt es 1000 Mechanismen, darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, warum sich das auch so entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall schwieriger, fundiert sich mit Informationen zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz, denke ich, sind wir uns alle einig, dass es sehr wichtig ist. Die Frage ist aber nur, wie orientiere ich mich jetzt an diesen Gegebenheiten? Und das war auch unsere Ausgangsfrage. Und darauf aufbauend haben wir mal ein paar Herausforderungen oder auch Annahmen skizziert, auf der Grundlage wir dann letztlich unser Konzept entwickelt haben. Das heißt grundsätzlich, eine Information muss informativ sein, sonst ist es keine Information. Der Nachrichtenwert sinkt zwar tendenziell in der Berichterstattung, aber das ist, glaube ich, kein Zustand, den irgendjemand befürworten würde.
Es sei denn, er verdient sein Geld mit irgendwelchen Memes, dann kann er das tun. Aber grundsätzlich ist es nicht die Aufgabe von Nachrichten und Medien. Gleichzeitig wird es immer affektiver, gerade durch die Entwicklung, die ich gerade geschildert habe. Clickbaiting, kürzere Headlines. Man wird mit diesen Informationen in einer viel kürzeren Aufnahmespanne konfrontiert und reagiert darauf auch viel emotionaler, ablehnender und viel schneller. Und auch das wollten wir mit einfließen lassen. Es wird immer interaktiver. Wir versuchen über alle möglichen Medien, ob wir jetzt dann über Virtual Reality oder Augmented TV und was es alles gibt, reden. Es wird einfach versucht, eine Interaktion mit dem User, mit dem Kunden letztlich zu erzeugen. Und auch das ist einfach gelernt beim Durchschnittskonsumenten. Gleichzeitig wird alles vernetzend. Man möchte alles teilen, man möchte alles tauschen, man möchte gemeinsam spielen, man möchte bei Angry Birds sich vergleichen und weiß der Geier, was es alles für Spiele gibt. Das heißt, auch das sind einfach ist ein gewisser Status Quo, an dem man sich vielleicht anlehnen sollte, wenn man gewisse Inhalte transportieren möchte. Die Information, jede Information, wenn sie denn informativ sein soll, muss auch transparent sein, sollte transparent sein, gerade wenn wir uns im Kontext Fake News, gefälschte Nachrichten bewegen. Und dass es schnell und mobil sein muss, ist, glaube ich, klar. Darauf aufbauend, fehlt hier erstmal eine Folie, aber das ist nicht so schlimm, haben wir ein News Game entwickelt. Das heißt, Fake oder News ist ein News Game zur Politik und Gesellschaft. Wir sagen immer, kontroverse Fragen zu Politik und Gesellschaft. Das ist unser Ausgangspunkt und dazu haben wir 4 Schritte erarbeitet. Das heißt, wir beginnen immer mit einer kontroversen Frage bzw. Aussage, mit der der User konfrontiert wird und die kann er dann beantworten, aber zugleich mehr. Dann bekommt er immer sofort die informative Antwort. Er bekommt dann sofort die Möglichkeit, die transparenten Quellen zu prüfen, nachzuprüfen, sich tiefer in die Themen einzulesen. Und um den ganzen Gamification-Charakter abzuschließen und abzurunden, bekommt er hinten raus seine Punkte oder auch ihre Freundeslisten werden angezeigt und kann man sich vergleichen. Das mal jetzt noch ein bisschen detaillierter. Es gibt eine Aussage, wie hier in dem Fall, nicht zu lesen. Ich lese sie auch hier nicht zu lesen. Ich weiß nicht warum, aber wir haben nachher noch Beispielfragen, also keine Angst. Man wird eben auf einer 6-stufigen Skala konfrontiert und auch relativ affektiv, deswegen 60 Sekunden. Die Aussagen sind auch immer sehr plakativ. Man muss entscheiden, man kann verschiedene Punkte setzen, 20, 10 oder 5. Und je nachdem, ob die Antwort Fake oder News ist, bekommt man eben seine Punkte. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, überhaupt diese Aussagen zu formulieren. Und wir haben uns da letztlich ein Konzept erarbeitet. Man kann ja, Ausgangspunkt ist bei uns immer ein recherchierter Sachverhalt. Das heißt, wir haben über verschiedene Medien den gleichen berichteten Inhalt gefunden. Wir haben eine Gegenrecherche gestartet und keine plausiblen, uns plausibel erscheinenden. Das ist immer ganz wichtig, weil wir sind kein Faktenprüfer, kein Wahrheitsfinder. Das kann es aus unserer Sicht eben nicht geben. Das kann immer nur der Einzelne selber machen. Und darauf möchten wir auch anspielen und hinweisen und im wahrsten Sinne des Wortes anspielen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, die Todesstrafe ist weltweit rückläufig. Das wäre grundsätzlich meine Aussage, die wahrscheinlich die meisten Menschen als positiv bewerten würden. Ich kann auch sagen, die Todesstrafe findet deutlich häufiger wieder Anwendung weltweit. Das wäre eine negative Aussage. Und dann habe ich immer die schöne Möglichkeit, je nachdem wie die Quellenlage ist, ist die Aussage Fake oder sie ist News. Und entsprechend habe ich darauf verschiedene Reaktionen. Das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, von einem berichteten Sachverhalt Aussagen zu bauen. Und wenn man sich darüber schon mal Gedanken macht, dann wird einem auch relativ schnell klar, und sei es nur implizit, dass da wahnsinnig viel möglich ist und man sich auch relativ leicht verunsichern lassen kann. Und genau darauf möchten wir dann eben auch immer anspielen. Man bekommt dann eben seine Antwort, man bekommt seine Punkte. Ich mache das jetzt relativ kurz, damit wir dann noch ein paar Beispielfragen auch durchgehen können, wenn man da ein Gespür dafür bekommt, wie das aussehen kann. Es gibt eine Kurzantwort, es gibt immer mehr Infos mit mehreren längeren Antworten und Kontexten und Zusammenhängen. Dann gibt es im dritten Schritt immer die transparenten Quellen. Ganz wichtig, wir fassen die klassisch zusammen. Auch das sieht man leider nicht allzu gut. Wir haben im Endeffekt ein Cards-Design, das heißt, wir haben oben eine klassische wissenschaftliche Benennung der Quelle, wir haben einen Screenshot, wir haben dann Auszüge aus der Quelle, der Link ist natürlich hinterlegt. Jeder User, der möchte, kann sich oben auf dem gut lesbaren türkisen Button die Quellenmail zusenden lassen. Das heißt, die komplette Aussage, die Antworten und alle Quellen werden aufbereitet, automatisiert an die hinterlegte E-Mail gesendet und man kann sich dann in Ruhe, in der Arbeit, in der Freizeit, wann auch immer, das Thema
näher zu Gemüte führen und vor allem auch die Fragen prüfen, gerade wenn man feststellt, ich bin mir ganz sicher, die Aussage ist fake und dann ist sie doch News. Und dann hat man da eigentlich einen emotionalen Trigger, wo man sagt, das schaue ich mir an und es funktioniert soweit auch ganz gut. Dazu aber auch dann noch gleich mehr. Wir runden das dann eben immer ab mit den vergleichenden Statistiken. Das heißt, wir zeigen an, wie die Community die Frage beantwortet hat. Tendiert sie mehrheitlich zu Fake, tendiert sie mehrheitlich zu News. Man kann eben, wie vorhin schon angesprochen, eigene Freundeslisten erstellen und über den Weg quasi auch raus aus unserer Anwendung wieder in die wirkliche Welt Diskussionen starten, weil man dann einfach sieht, wow, mein Bruder, eine Freundin von mir, die weiß das ganz sicher und ich habe das noch nie gehört. Man trifft sich abends auf ein Bierchen und dann spricht man einfach mal wieder drüber. Das ist zumindest die Intention. Dann kann man noch klassische Punkte sammeln und sich vergleichen. Das ist einfach, um über den Weg ja, den Gamification-Aspekt abzurunden, weil unserer Erfahrung nach spielen die Leute einfach gerne und über den Weg nimmt man einfach noch eine viel größere, breitere Zielgruppe auch mit für kontroverse und transparente Inhalte. Und ich glaube, so zumindest unsere Überzeugung, das ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur, dass man da viele Leute, die sonst sich mit solchen Inhalten und auch teilweise nicht unbedingt erfreulichen Inhalten auseinandersetzen, dass man die nicht vergisst abzuholen und vielleicht auch nicht auf dem Medienkonsum-Level, den man ja selber auch hat, ihm da zu begegnen und versuchen, dafür solche Inhalte mitzunehmen. Kurz zusammengefasst ist Fake the News eine interaktive und einfache Möglichkeit, ein Nadelöhr letztlich, um sich zu prüfen, um zu schauen, was weiß ich, was halte ich für möglich, was befürchte ich, was antizipiere ich, dass mir da der Aussagenformulierer mitgeben möchte. Und in dem Moment, wo ich mir all diese Fragen stelle, ob bewusst oder unterbewusst, schwingt eigentlich genau die Frage nach der bewussten Selbstverantwortung und auch nach der Informationskompetenz mit. Wie leicht lasse ich mich denn verunsichern? Wie bewusst bin ich mir denn darüber, dass ich hinten raus selber in der Verantwortung stehe, die Quellen nachzurecherchieren? Auf welcher Grundlage akzeptiere ich denn die Quelle dann für mich erstmal als Fakt oder, wenn ich weitergehen möchte, als Wahrheit? Reicht es mir, dass der Deutschlandfunk schreibt und die Tagesschau? Brauche ich ein anderes Medium? Brauche ich eine mehrperspektivige Sicht auf die Dinge, damit ich sie annehme? Und all diese Fragen schwingen da eigentlich mit in einem aber dann doch sehr einfachen spielerischen Grundgerüst. Und man kann das in 2 Minuten morgens eine Frage durchspielen auf dem Weg zur Arbeit oder zur Uni und ist dann eigentlich ganz gut abgeholt. Das möchte ich jetzt mal noch ein bisschen plakativer machen an ein paar Fragen. Das vielleicht ganz grundsätzlich. Wir haben ein sehr, sehr große Range an Themen von Atommüllentsorgung über das Tor-Netzwerk bis zur Weltraumtheorie vom BND zu Wirtschaftsfragen, klassisch Ausspähen von Hartz-IV-Empfängern über Social-Media-Accounts. Also das Themenspektrum ist relativ weit gefasst, deswegen auch Politik und Gesellschaft. Vielleicht einfach mal eine Beispielfrage und ich würde einfach mal vorschlagen, falls ihr Lust habt, einfach mit Handheben, wer meint, dass es News ist, Fake, lässt die Hände unten. Die Bundesregierung legte im aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht 2017 offen, dass man in Deutschland mit mehr Geld stärkeren Einfluss auf politische Entscheidungen hat. Hält keiner für News? Das ist eine sehr richtige Haltung, aber auch nicht wirklich überraschend. Im Endeffekt, die meisten hier werden es wissen, es wurde dann nochmal gestrichen. In der internen Ressortabstimmung wurde genau dieser Passus so entfernt. Nichtsdestotrotz stand er in der Studie, die vom Arbeitsministerium und damals noch unter Andrea Nahles in Auftrag gegeben wurde. Das ist zum Beispiel eine Frage, da haben über 60% der Community die Frage mit News beantwortet, weil sie genau antizipiert hätten, dass in dem Moment, ja, die Bundesregierung hat es bestimmt, das ist krass und es muss so sein. Es ist bestimmt richtig, dass mit mehr Geld man politischen Einfluss deutlich leichter geltend machen kann. Und das ist ein Beispiel dafür jetzt. Weil man nur vielleicht kurz eins, in der Folge des Afrikanischen Weltkriegs um die Jahrtausendwende sind mehr Menschen gestorben als in jedem anderen Krieg seit 1945. Das ist leider keine schöne Frage, aber hält es jemand für News? Dann Hände heben. Wenn nicht, dann vermute ich mal nicht, dass keiner mitspielen will, sondern dass jeder es für Fake hält. Ist tatsächlich News. Wobei in den Zusatzinfos würde man jetzt noch die Information bekommen, dass die Zählung der Opfer diskutiert wird. Nichtsdestotrotz, wenn man sich die Quellen anschauen sollte, und das würde ich natürlich jedem hinten raus ans Herz legen, wenn er da Interesse daran hat, wird in jeder Berichterstattung die höchste Zahl aller Kriege seit 1945 im Zuge des Zweiten Kongo-Kriegs, der von 1998 bis 2003 tobte, zu beklagen ist. Ein Thema, das relativ
unbekannt ist und dann doch erstaunlich. Auch nur ein Beispiel: Rauchen als Freiheitssymbol, Zigarettenrauchen für Frauen als Symbol für Freiheit und Gleichberechtigung hatte sich der Erfinder der Public Relations für die Tabakindustrie ausgedacht. Wer das für Fake hält, Hände hoch. Okay. Sehr einstimmige Meinung ist News. Edward Bernays, werden die meisten kennen, Neffe von Sigmund Freud, hat auch das American Breakfast für die Speckindustrie sich ausgedacht. Weil jetzt doch jemand im Publikum sitzt, der seine Hand nicht gehoben hat und sich dacht, was erzählt er mir hier eigentlich? Das ist eigentlich genau der Punkt, der wichtig ist. Was erzählt er mir hier eigentlich und wer ist er, dass er mir hier diese News-Antwort gibt? Letztlich niemand, es ist nur ein Angebot und jetzt ist jeder in der Verantwortung, sich erstmal die Quellen anzuschauen, die zu prüfen, für sich auf Plausibilität, sich näher an die Themen einzulesen, wenn es ihn interessiert. Und genau das soll alles mitschwingen und wenn wir sagen, bewusste Selbstverantwortung. Und das möchten wir eben in einem relativ einfachen News-Game verpackt mitgeben und unsere Inhalte vielleicht noch abschließen, um nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, worum es thematisch geht. Es geht natürlich auch um Friedenspolitik. Die Bundeswehr darf laut Verfassungsgericht keine Minderjährigen an der Waffe ausbilden. Hält das jemand für Fake? Wenn ja, dann eine Hand. Auch das halten ein paar für Fake. Ist auch Fake in dem Fall. Da wären wir jetzt wieder in einem anderen Strang. Das wäre jetzt erstmal eine Aussage, wo man wahrscheinlich sagen würde, es ist positiv. Trotzdem ist sie Fake. Es gibt kein derartiges Verfassungsgerichtsurteil und die Bundeswehr bildet im vergangenen Jahr so viele Minderjährige an der Waffe aus wie noch nie, seit die BRD besteht. Und auch nach der Probezeit sind immer noch genug Rekruten minderjährig. Ja. Das mal nur als kleiner Teaser, worum es inhaltlich geht, was die Idee ist, was wir uns dabei gedacht haben, auch auf welchen Annahmen unser Projekt fußt. Jetzt vielleicht mal zum Status Quo und auch zur Organisation abschließend noch kurz. Wir sind letztes Jahr gestartet, wir sind ein kleines Team, ich mache das letztlich jetzt hauptberuflich. Wir haben ein Crowdfunding gestartet, das erfreulicherweise funktioniert hat. Ich habe noch einen Gründerzuschuss dazu und die ein oder andere, ja, das eine oder andere Sparte reingesteckt. Wir haben eine Progressive Web App draus gemacht. Ich denke, das wird den meisten hier vertraut sein, was eine Progressive Web App ist. Oder nicht? Dann werte ich es mal als ja. Funktioniert klassisch über die Domain fake-news.de und per Shortcut lässt sich es im Endeffekt wie eine klassische App nutzen. Über das Crowdfunding und die Entwicklung konnten wir dann am 15. April ja, unser Produkt, unsere Idee releasen in der 1.0-Version. Wenn das jetzt hinten raus der ein oder andere nutzen wollen würde, werdet ihr merken, dass wir technisch einen Prototyp gebaut haben. Mit überschaubaren Mitteln. Freunde von mir waren letztlich auch die Entwickler. Das heißt, es ging erstmal darum, jetzt die Annahme zu prüfen, ist das denn überhaupt ein Hebel, der Leute interessiert und der Menschen abholt. Wir haben jetzt nach 6 Wochen und ohne 1 Cent Budget 1400 registrierte User, was uns ziemlich freut. Das Feedback ist inhaltlich sehr, sehr gut, überraschend gut. Wir haben nie vermutet, dass das jetzt der große Wurf wäre, wo jeder sagt, das ist der Wahnsinn, aber es funktioniert bisher ganz erfreulich. Wo wir jetzt noch große Baustellen haben, ist die technische Optimierung und deswegen steht hier drunter auch noch Finanzierung versus Monetarisierung. Natürlich geht einem irgendwann das Geld aus und das ist vielleicht auch hinten raus ganz wichtig für uns. Wir haben keinen kommerziellen Fokus, wir verkaufen keine Daten, wir haben kein Abo-Modell, weil wir sagen, die Inhalte sollen frei zugänglich sein für alle. Das heißt, es ist 100%ig kostenlos. Wir haben minimalste Werbung drin, aber eigentlich nur, um mal zu sehen, ob es jemand stört. Also auch da wird keiner mit irgendwas zugeteasert. Und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, eine Weichenstellung. Funktioniert diese Idee? Ist die spannend? Und was machen wir daraus? Können wir sie nochmal nachhaltig finanzieren, ohne da was monetarisieren zu müssen, wo keiner von uns Lust drauf hat, weil wir das eben ja, aus einem doch recht idealistischen Anspruch heraus machen und hoffen, machen zu können. Und an der Stelle dann vielleicht auch einfach der Aufruf oder falls jemand Lust hat, in irgendeiner Form sich hier einzubringen mit Vorschlägen, mit Vernetzung. Ich freue mich über jede Idee, jeden Austausch, jede Kritik. Und damit würde ich auch eigentlich schon zur Frage-Austausch-Kritikrunde überleiten wollen. Gibt es eine Frage? Gibt es denn Fragen? Okay. Ah, doch. Wie,
Wie kommt ihr denn, also erstmal coole Idee, Dankeschön für den Vortrag. Wie kommt ihr denn zu den Fragen? Also ich meine, es gibt ja irgendwie unendlich viele Fragen, ihr wählt da ja Fragen aus und so. Sind es eure persönlichen Vorlieben oder Sachen, die ihr selber bei betrunkenen Partygesprächen rausgefunden habt, dass das irgendwie keiner wusste? Oder also habt ihr da selber so eine Strategie irgendwie? Das finde ich ziemlich, also die Idee ist ziemlich spannend und dann daher die Frage. Ja, absolut berechtigte Frage. Wonach wählen wir die Themen aus? Also vorneweg, wir würden uns nie hinstellen oder ich würde mich auch nie hinstellen sagen, es ist völlig objektiv. Es schwingt immer in der Themenauswahl, es schwingt in jeder Formulierung immer eine subjektive Einschätzung mit, wenn man die rauslesen kann und dann ist es möglich. Grundsätzlich haben wir uns natürlich intern Leitfäden geschrieben, an welchen Themen wir uns orientieren möchten. Die müssen nicht nur aktuell sein, die können auch historisch sein, solange sie eine gewisse Relevanz und vor allem eine Kontroversität auch bieten. Jetzt die Leitfäden komplett aufzuzeigen, ist ein bisschen schwierig, aber wir haben natürlich auch ein Angebot an die User, selber Fragen einzureichen. Das läuft jetzt gerade an die Community, selber Quellen zu berichtigen, was uns auch sehr wichtig ist, weil das sind mit Sicherheit auch mal Fehler dabei, definitiv. Da suchen wir auch quasi den Austausch. Und wenn du sagst, ja, es gibt unglaublich viele Themen und das ist ja das Schöne, mit einem Laptop und einer Suchmaschine kann man sich ja heute noch wahnsinnig viel Kontroverses zusammensuchen. Wir machen das seit eineinhalb Jahren, Listen. Wir klassifizieren die, gehen die durch und machen uns Gedanken, wie können wir die redaktionell aufbereiten. Das ist im Endeffekt ganz klassische Recherche und Redaktionsarbeit, die wir da betreiben. Und natürlich letzten Endes auch mit einer eigenen Selektion, aber das macht jeder DJ auf einer Party, wenn er entscheidet, wer der Rauschmeißer ist. Und das macht jede Tageszeitung, wenn sie entscheidet, was die Headline ist. Und das machen wir dann natürlich auch. Noch Fragen? Die erste von dir präsentierte Frage war ja etwas spitz, finde ich. Die hätte man ja auch mit Ja beantworten können, ohne dass es gelogen wäre, weil es stand ja da drin, es wurde nur rausgenommen. Ist das auch ein Thema, was ihr bewusst betreibt, um jetzt das ein bisschen spannender zu kriegen, oder war das jetzt einfach nur ein in Anführungszeichen schlechtes Beispiel? Sowohl als auch. Also nicht sowohl als auch schlechtes Beispiel, sondern wir machen das bewusst. Zum einen ist natürlich, wir kokettieren ja bewusst schon mit dem Namen, mit Fake News. Und möchten uns natürlich auch an der Plakativität und an der Undifferenziertheit anlehnen. Weil es auch gerade darum geht, in dem Moment auch für den Spielcharakter, wo ich wahnsinnig viele Abwägungen, Nebensätze und Schachtelsätze baue, wird nahezu jedem die Tendenz schon relativ klar. Gerade wenn ich das quantifiziere oder mit Jahreszahlen arbeite in der Aussage, dann ist eine Tendenz stark vorgegeben. Gleichzeitig zurückkommend auf das Beispiel, natürlich könnte man jetzt argumentieren, das ist auch eine ganz spannende Frage, ist es jetzt eine Spitzfindigkeit oder ist die Frage, ist es ein schlechtes Beispiel? Die Formulierung war ja, legte offen. Jetzt kann man natürlich sagen, legte offen in der internen Ressortabstimmung dem Ressortleiter, der es dann rausnimmt, dem wurde es ja offengelegt. Man könnte aber natürlich auch behaupten oder formulieren und sagen, legte offen ist eine Kommunikation nach außen hin, gerade für eine repräsentative Einrichtung wie die Bundesregierung. Das ist zumindest unser Ansatz gewesen und deswegen stellen wir uns dann da auf den Standpunkt zu sagen, das wäre in dem Fall einfach fake, weil es wurde in der Form nicht offengelegt. Dass es hinten rauskam, war in der Form ja nicht gewünscht oder gedacht. Aber auch genau diese Diskussion suchen wir eigentlich auch genau mit dem plakativen Ansatz. Sonst noch jemand vielleicht Fragen? Ja. Ja, ich habe mir gerade mal das ganz kurz angeschaut und auf der Webseite. Ich finde die Idee wirklich sehr, sehr interessant. Auch mit dem, was du zum Ende gesagt hast, dass Leute dann noch Sachen einreichen können. Und jetzt sehe ich auf der Webseite direkt oben so einen Anmelden, Registrieren-Button und ansonsten komme ich nicht weiter. Habt ihr da noch irgendwie vielleicht vor, dass man das zumindest mal so schnell mal ausprobieren kann, um auch mal jemandem was zu zeigen, ohne dass ich dich anmelden müsste dafür? Also wir haben unglaublich viel vor. Können aber unglaublich wenig umsetzen gerade. Also ja, aktuell ist es so gedacht, man muss sich registrieren, aber vorneweg, wir machen mit diesen Daten nichts. Ich weiß, es ist billig, wenn man das sagt. Wir fragen aber natürlich auch nicht normativ schon mal. Man braucht bei uns nur eine E-Mail-Adresse und Nutzernamen, sonst gibt es keine personenbezogene Daten, die wir speichern und die wir auch verwerten. Nur für die Darstellung der Punkte. Wir möchten sehr, sehr gerne sehr, sehr viel erweitern. Wir haben auch extrem viele Ideen, wie man da noch dran schrauben kann, gerade technisch. Es ist einfach gerade eine Frage dessen, wir haben uns jetzt weit aus dem Fenster gelehnt und mal geschaut, ist die Idee spannend? Dafür erstmal vielen Dank. Und jetzt suchen wir gerade Hebel, dass wir das besser umsetzen können und auch solche Fragestellungen definitiv würden wir gerne besser umsetzen. Okay. Ja. Also wenn es keine Fragen mehr gibt, da kommt noch jemand mit einer Frage. Vielen Dank.
Hey, mein Name ist Michel. Spannendes Projekt, finde ich super. Wie kritisch seht ihr das, dass vielleicht die User nicht den Quellenangaben oder eure Quellenangaben hinterher nachfragen, sondern das, was ihr anbietet als Antwort, sofort quasi geglaubt wird? Und wie schwierig ist es für euch dann quasi Kriterien zu finden, wo ihr selber das raussucht oder die Antwort? Oder habt ihr euch, ist es schwierig oder ist es... Ist das ein Dilemma, in dem ihr steckt? Oder, also das finde ich ein spannendes Projekt. Erstmal danke. Absolut. Es ist natürlich so, dass wir auch feststellen, es gibt natürlich User, die schauen sich die Quellen einfach nicht an. Weil es sind ja Quellen da, also wird schon stimmen. Was natürlich der kompletten Intention zuwiderläuft. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Angebot. Es kann jeder nutzen. Wer es nicht nutzen möchte, den können, werden, wollen wir nicht zwingen. Natürlich machen wir uns da auch Gedanken von der User Experience. Könnte man vielleicht die Quellen an einer anderen Stelle platzieren? Kann man gerade in dem User einfach mal auch einen Pop-up reinschmeißen? Schau dir doch mal die Quellen an. Oder dass man da auch auf Punkte vielleicht dafür bekommen kann, etc. Also da gibt es Überlegungen. Und natürlich ist es unglaublich schwierig, doch sehr komplexe Themen in einer Kurzantwort zu verpacken. Gerade so, dass man doch ein breites Publikum abholt, vom, ich sage jetzt einfach mal, Plattform-Politik-Nerd bis... bist du jemand, der sich kaum damit beschäftigt? Das ist eine Riesenherausforderung und auch die kann mit Sicherheit noch besser sein, aber bisher glaube ich, dass es uns soweit ganz gut gelingt und derjenige, der sich keine Quellen anschauen möchte, das ist ja die große Frage und das ist ja auch die spannende Frage und deswegen auch ja, vielleicht der Titel Informationskompetenz und Selbstverantwortung. Was gibt es für Hebel? Ob Fake oder News jetzt der Hebel ist, der funktioniert, das sei wirklich mal dahingestellt, aber ich glaube, da sind viele gefragt und viele Köpfe, wie man solche ja, da Bewusstsein und auch Interesse bei vielen Leuten wecken kann mit anderen Informationsaufbereitungsarten und das ist zumindest unsere Idee und unser Wunsch, das zu schaffen und mal sehen, was wird. Okay. Dann gibt es jetzt wirklich keine Fragen mehr, nehme ich an. Und wir schließen ab. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank auch fürs Vortragen. Ich hoffe, ihr seid alle am nächsten Netzpolitischen Abend wieder am Start, also dabei. Und zwar ist der am 3.7.2018, wie gewohnt, der erste Dienstag im Monat. Und dann einen schönen Abend euch noch.